Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Eine zweite Testspielreihe steht an, es wird auch noch eine kommen in dieser Woche. Wenn es noch Spiele gibt, wo ihr sagt, das sind Testspiele, die Teams gibt es auch bei FIFA, dann haut die gerne in die Kommentare, ich schaue, ob ich die mache. Aber jetzt geht's los mit Wolfsburg gegen Caen. Der VfL Wolfsburg gegen den SM Caen. Eine Partie von Bundesliga Nummer 1 gegen französische Ligue 2 und die Favoritenrolle war dementsprechend klar verteilt. Hier hatte dann auch der VfL Wolfsburg eine richtig dicke, fette Chance zu Beginn der Partie. Felix Klaus mit dem Kopfball, aber nur ans Aluminium. Doch die Wölfe waren hier gut eingestellt und wollten schnell im AOK-Stadion in Führung gehen. Nach 18 Minuten klappte das Ganze dann auch. Der Niederländer Wout Weghorst mit dem 1:0 steht da am ersten Pfosten korrekt und drischt den Ball unters Dach. Aber der französische Zweitligist ließ sich davon nicht groß verunsichern und kam jetzt auch besser in die Partie. Und Pavao Pervan muss direkt mal zeigen, was für eine Qualität er hat. Das ist ein ziemlicher Konkurrenzkampf zwischen ihm und Koen Kerstels um die Nummer 1 für die Bundesliga-Saison. Der anschließende Eckstoß von der rechten Seite und der führt zum Ausgleich. Yassine Bamou in der 45. Minute mit dem Ausgleich. Aus recht spitzem Winkel, aber im Endeffekt für Pervan auch so viel nicht zu halten. Ein leistungsgerechtes 1:1 zur Pause. Noch alles offen für den zweiten Durchgang. Und die Wolfsburger wollten dem Spiel ihren Stempel aufdrücken. Yunus Mali schickt über die rechte Seite Felix Klaus. Das ist eine schöne Flanke und eine tolle Abnahme von Joao Victor. Trifft aber nur das Aluminium. Nun wieder die Gäste im Strafraum. Gefährlich. Pervan muss nicht eingreifen, aber viel fehlte dann nicht und dann hätte er reagieren müssen, aber der geht dann 1,5 Meter etwa am Tor vorbei. Kurz vor dem Ende dann nochmal ein Eckstoß und die sind gefährlich bei den Franzosen. Die zweite Flanke kommt rein und Pervan zeigt nochmal, dass er aufmerksam ist. Und hält damit das 1:1 fest, das über die 90 Minuten gesehen auch so in Ordnung geht. Die Spielanteile waren gerecht verteilt und somit dürfen die Wölfe sich über dieses 1:1 nicht beklagen. Es ist noch Luft nach oben, aber es gab auch schon wieder viele gute Ansätze. Der VfL Bochum musste gegen den FC St. Gallen antreten, beziehungsweise durfte antreten zum Testspiel in Rheinau. Die Schweizer hatten hier aber erstmal die bessere Anfangsphase und Bochum musste hinten aufpassen, nicht den Gegentreffer zu kassieren. Klar, viele Neuzugänge, aber das ist bei den St. Gallenern sicherlich nicht anders. Danny Blum jetzt mit dem Eckstoß von der linken Seite und da sticht dann Simon Zoller zu. 16. Spielminute, das 1:0 für den VfL Bochum, die erste wirklich gefährliche Strafraumszene führt dann hier direkt zum Treffer. Das ist eine starke Abnahme von Zoller und nicht mehr viel zu halten. Aber St. Gallen steckte nicht auf und war hier spielerisch durchaus gut dabei. Pantovic erst dazwischen, aber dann kommt nochmal ein Schuss zustande und da fehlen dann wirklich nur einige wenige Zentimeter. Glück in dieser Szene. Das hätte der Ausgleich sein können. Also die knappe Pausenführung nach 45 Minuten. Simon Zoller hatte es gemacht. Tendenz aber lag eher bei den Schweizern, die hier gut aufspielten. Nun wurde der VfL Bochum aber aktiver nach vorne. Zoller und Eisfeld. Schönes Zusammenspiel da. Und Stojanovic mit der Parade. Aus knapp 18 Metern. Auch kein schlechter Schuss, aber etwas zu unplatziert. Die zweite Hälfte von den Bochumern aber deutlich besser geführt. Zoller, Weiland
Und dann Eisfeld wieder und wieder Stojanovic. Da konnten sich mittlerweile die Bochumer schon ärgern. Das 2:0 wäre durchaus denkbar gewesen, aber da stand eben Stojanovic zweimal dazwischen, der sehr gut reagiert. Das hier war noch etwas schwieriger als beim ersten Mal. Das 2:0 eigentlich überfällig. Zoller jetzt auf Tom Weiland und wieder Stojanovic. Klasse Reaktion, da konnten die Bochumer einfach nur verzweifeln. Die rechte Pranke fährt er da aus, reagiert wirklich überragend und hält seine Mannschaft im Spiel. Und wie es dann oft so kommt, nochmal der FC St. Gallen. Über die rechte Außenbahn, das können sie stark aufspielen. Itten zu Victor Ruiz und Itten wird auch in der Mitte gefunden und macht kurz vor Schluss nicht den Ausgleich. Da fehlte wirklich nicht viel und das wäre wirklich typisch gewesen für den Fußball. Aber in dieser Szene war es nicht der Fall. St. Gallen verliert mit 0:1 gegen Bochum eine ausgeglichene Partie, die eben mit einer kleinen Tendenz entschieden wurde. Feyenoord Rotterdam trat im Sportzentrum Schwarz gegen den Sportverein Darmstadt 98 an und die Lilien, für die geht es bald schon in die Zweitligasaison, gegen den Hamburger SV wird dort angetreten. Aber die Niederländer hatten hier den deutlich besseren Start und so war es Orkun Kökçü in der 7. Minute, der bereits das 1:0 erzielen konnte. Mit einer sehenswerten Direktabnahme machte er den Ball rein. Dieses Talent wird von einigen Top-Teams in Europa beobachtet. Und die Lilien erstmal überfordert im ersten Durchgang. Wehrmann um ein Haar mit dem 2:0 und das wäre mittlerweile auch schon denkbar gewesen. Knapp 20 Minuten waren hier gespielt. Glück in der Szene für Darmstadt. Knapp 5 Minuten vor der Pause, dann nochmal Feyenoord Rotterdam. Über die rechte Seite. Schöne Flanke und Sam Larsson mit dem 2:0. Werden wir gleich aber in der Wiederholung sehen. Da stützt er sich auf gegen Marcel Heller und das hätte man auch durchaus abweifen können. So ging es mit dem 2:0 dann in die Pause. Ärgerlich für Darmstadt, aber das war alles in allem absolut verdient. Nun wieder Darmstadt endlich mal nach vorne unterwegs. Matthias Honsack, Neuzugang. Letztes Jahr noch für Holstein Kiel unterwegs gewesen. Versucht es hier zumindest mal, trifft den Ball aus der Drehung, dann aber nicht optimal und der geht dann recht deutlich vorbei. Doch die zweite Hälfte deutlich verbessert jetzt bei den Darmstädtern. Das ist Melem, der hat eine gute Übersicht. Wieder Honsack und jetzt greift dann Vermeer auch das erste Mal wirklich ein. Der Keeper von Feyenoord Rotterdam. Der wäre zwar vorbeigegangen, aber trotzdem eine ganz gute Reaktion. Kurz vor dem Ende die Möglichkeit zum Anschluss. Das ist Härtner. Melem legt nochmal raus zu Brandon Manu. Stark, Dursun und der Ball von Honsack. Der hatte heute auch nicht das nötige Glück, um zu treffen. Und Vermeer hat auch eine starke Partie abgeliefert. So bleibt es am Ende beim 2:0. Die erste Hälfte war zum Vergessen aus Darmstädter Sicht. Im zweiten Durchgang sah man dann viele gute Sachen. Es reichte aber leider nicht mehr zu einem Treffer. Und so gewinnt Feyenoord Rotterdam mit 2:0 dieses Freundschaftsspiel. Der Hamburger SV trat im Stadion Jenbach gegen Olympiakos Piräus an und wollte hier nach dem 2:2 gegen Aarhus gerne mal ein Testspiel gewinnen. Leibold hat die Übersicht, Naray zu Kittel, 1:0, der perfekte Start in diese Partie. 3 Minuten gespielt und der Neuzugang von Naray bedient, bleibt dann eiskalt, nimmt den Ball direkt aus der Luft und netzt sehenswert ein. Es war dann eine relativ verhaltene Partie von beiden Mannschaften. Es waren auch hohe Temperaturen, aber spielerisch war noch Luft nach oben auf beiden Seiten. Dann mal eine Gegenangriffssituation für Piräus und Heuer Fernandes muss ich mal beweisen. Das war eine starke Tat mit der linken Hand. Werter den
ab. Mit dem 0:1 ging es dann in die Pause. Der HSV konnte absolut zufrieden sein, auch wenn nach vorne sicherlich noch der ein oder andere Akzent mehr hätte gesetzt werden können. Im zweiten Durchgang dann der HSV auch zwingender noch nach vorne. Jatta mit der Flanke, Naray mit dem Kopfball. Durchaus nette Aktion, aber es fehlen im Endeffekt 2 Meter und recht deutlich geht der Ball am Kasten so vorbei. Aber der HSV drückte jetzt und wurde richtig stark, weil Piraeus auch etwas aufmachen musste. Jatta über die linke Seite, maßgerechte Flanke für Berkay Özkan und der macht in der 56. Minute das 2:0. Das war jetzt wirklich ansehnlich, was der Hamburger SV spielte zu Beginn der zweiten Halbzeit. Verdienter doppelter Führungstreffer. Von Piraeus kam jetzt deutlich zu wenig. Das war enttäuschend. Naray legt nochmal in die Mitte und Bakary Jatta mit dem 3:0. Das entscheidende Tor in dieser Partie. Eine knappe Viertelstunde vor dem Ende. Der Ball von Naray ist wirklich sehr schön reingetreten und Jatta bleibt eiskalt, hält den Fuß hin und entscheidet die Partie so für den HSV. Vielleicht ist es am Ende ein Treffer zu viel, aber Piraeus hat über die 90 Minuten kaum mal Gefahr nach vorne aufbringen können und verlieren somit absolut verdient. Die Young Boys Bern empfangen an diesem Mittwochabend die Eintracht aus Frankfurt und für Frankfurt geht es bald schon in die Pflichtspielsaison los für die Europa League Qualifikation und da musste man hinten erstmal aufpassen hier in diesem Testspiel, dass man nicht in Rückstand gerät, weil Felix Wiedwald aber dazwischen ist, blieb Frankfurt erstmal vom Gegentreffer verschont. Nun wachte die Eintracht auf, dauerte aber auch eine knappe halbe Stunde. De Guzman mit der Übersicht zu Chandler und so der Neuzugang. De Guzman und dann Sebastian Allaire. Ein fantastisches Tor. 30. Minute, wie aus dem Nichts, muss man sagen. Aber dafür umso schöner. Nicht viel zu halten, mit der rechten Innenseite oben links rein. So kann man mal das Ganze gestalten. Und dann vor der Pause nochmal Frankfurt. Schöne Übersicht von Allaire, aber Timothy Chandler ist eben kein abgezockter Torjäger. Ansonsten hätte er hier auch kühler bleiben können. Kein schlechter Schuss, aber eben nicht gut genug. 45 Minuten waren dann von der Uhr. 1:0 für Frankfurt. Das war mittlerweile verdient. Die Anfangsphase lag auf Seiten der Schweizer, aber Frankfurt fand sich immer besser rein und somit eben dieses 1:0 leistungsgerecht. Zweiter Durchgang, jetzt Frankfurt von Beginn an gut dabei. Die Möglichkeit entsteht hier für Erik Durm. Von der Insel wieder in die Bundesliga gewechselt. Der Kopfball wäre vermutlich auch nicht so gefährlich geworden, aber der linke Außenspieler zeigte, dass er Lust hat, auch nach vorne zu agieren, wie es ja Kostic auf seiner linken Außenbahn ebenfalls in der letzten Saison vorgemacht hat. Der anschließende Eckstoß. Abraham, aber Lucas Toro kommt nicht durch, weil Kronik sich reinschmeißt und es damit nicht gefährlicher wurde. Timothy Chandler ist es, pardon, nicht Lucas Toro. Schlussphase, nochmal Frankfurt, hinten brannte nicht mehr viel an. Toro nochmal auf De Guzman mit der Hacke zurückgelegt zu Zou. De Guzman, Lucas Toro. Schöner One-Touch-Fußball. Sebastian Allaire mit dem Abschluss. Aber kein Problem für Wölfli. Am Ende gewinnt Eintracht Frankfurt mit 1:0. Dieser Sieg geht absolut in Ordnung. Sie haben viele gute Zeichen gesetzt und ja, gehen somit verdient als Sieger vom Platz. Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Prognose und ciao.